So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Ja, im letzten Mal haben wir die Teamende abgegeben. Und jetzt geht es direkt in den Turm der Götter, der ja im letzten Part dann erschienen ist. Das sieht schon mal ordentlich aus. Und ja, hier fangen wir erstmal an, indem wir hier ein bisschen mit dem Boot rumfahren. Und wo ging es denn eigentlich los? Ich glaube, da vorne in dem Häuschen war etwas. Wie ihr wisst, rechts ist immer der sichere Weg, ne? Also vor allem im Spiel, ne? Immer erst rechts gehen, bevor man links geht. Warum auch nicht? Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt und ja, das mache ich immer. So. Hier kommen gelbe Schleime. Die sollte man erst mit dem Schleim räumen und dann kann man sie nämlich vernichten. Wunderbar. Grüne Schleimgelee. Norm. Ah ja, und hier ändert sich natürlich der Wasserstand und das ist nicht ganz so schön. Ich wollte eigentlich Basen zerstören, danke Link. Und ich mache erstmal übrigens wieder auf die Dungeon-Ausrüstung. Ich bin ja nicht mehr auf den Meer, sondern auf eine Dungeon. Oh Gott, da kommt nein. Verdammt nicht. Damn. Wo komme ich denn überall noch hin? Da nicht. Da muss ich springen und da muss ich springen. Okay. Dann mach mal Wasserstand. So, hier setzen wir eine Bombe hin. Kommt darüber auch noch? Kommt darüber auch noch? Wunderbar. Und dann setzen wir hier auch noch eine Bombe hin. Nein, Link! Was tust du? Oh Gott, Link! Und dann muss ich hier diese Kisten noch verschieben und dahin auch noch eine Bombe. Hallo? Schiebst du mal? Dankeschön! Ich wollte schon sagen, Link, was tust du? Oh Gott, das wird knapp. Oh, das war. Nein, das hat gar gepasst noch. Gut, dann lasse ich mich mal selber springen, würde ich sagen. Damit wir das hier auch kaputt machen. Zack! Schön. Da war ein Schleim drin. Oh, ei. Schleim! Böse. Ich möchte dann erstmal Hallo warten. Danke. Kann ich die eigentlich dann auch zerstören? Mit dem Turm oder so. Ah, da ist eine Kiste. Okay, da muss ich natürlich da rein. Hallo Schleim. Kann ich auch eine Kiste? Nee. Kann ich mir holen. Yay! Wunderbar! Habe ich mir schon mal einen Weg gespart. Da komme ich rein! Oh, schön. Klappt ja alles wunderbar. Bärchen. Bam! Zack. Da haben wir wieder die Bomben voll. Und hier ist eine Kiste. Mit was drin? Labyrinthkarte vielleicht? Labyrinthkarte! Ja, ihr kennt das. Ja, ist eigentlich nur hilfreich, um zum Schluss dann die letzten Schatten zu finden. Oh Gott, wie viele noch? Ist ja in Ordnung, Kollegen. Zack. Und bam. Und bam. Oh, eine Kugel. Kugel. Ja, natürlich. Wasser da, das mich hindert. Da warten wir einmal, bis der Wasserstand hinuntergeht. Okay. Kugel. Wow, viele Schleimgelee. Wow. 4 Stück waren das jetzt. Schön. Dann sind wir hier aber fertig. Denke ich mal. Zack. So, gab's da hinten noch irgendwas? Ja. Ich glaube doch, da hinten mag ich mich zu erinnern. Hallo, ich muss vor Ort liegen. Lass mich da rein. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Blau und gelber Rubin. Das ist ja 10 Rubine wert. Das ist schön. Und hier müssen wir natürlich hier was drauflegen. Und dann öffnet sich die Türe. Noch ein gelber Rubin? Nee, 2 grüne. Okay. Gehen wir hier rein. Wir waren uns erstmal Schleime. Schleimgelee? Nee, ist noch Rubin. Gut, ich würde mal sagen, wir springen mal da runter. Ah, da ist wieder so ein Schaltergedöns. Da legen wir doch einfach mal die Kiste drauf.
Und es erscheint eine magische Brücke. Wo wir doch bestimmt drauf laufen können. Kletter, 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 kletter. Ah ja. Wir müssen also warten, bis der Wasserspiegel wieder nach unten geht. Und dann können wir hinüber. Ach ja. Na komm. Na komm, Wasserspiegel. Los. Dankeschön. Leucht. Und wir brauchen natürlich dieses Zeug. Was tue ich? Leg! Oh. Ja, ich weiß, dass ich da durch muss. Ja, das weiß ich. Oh, schaffe ich das noch? Schaffe ich das schon? Schaffe ich das? Oh Gott. Das war noch eine Menge Zeit. Kein Problem. Und diese Säule müssen jetzt hier rein... Wow! Episch reingeworfen. Schön. Das war cool gemacht. Muss ich mal sagen. Können wir mit unserem Blödchen schützen? Da ist es. Wenn wir jetzt durchfahren, fahren, warum bin ich da so? Fahren, ich weiß es nicht. Weil es Spaß macht. So, denn hier war ja vorher so ein Gitter und da können wir jetzt hin. Wunderbar. Wer hin? Meldet das Boot langsam. Leg doch mal den Zahn zu. Ah, ja. Heißt, ich muss hier wieder warten, bis der Wasserspiegel wieder nach oben geht. Aber keine Angst, Leute, das zieht sich nicht das ganze Dungeon durch, wie das Wasserspiegel gelungen ist. Sondern dauert nur den Anfang. So, hier müssen wir doppelt draufstellen. Oder kann ich mir auch selber draufstellen? Egal. Das war episch, das war episch. Boah, ich komme noch drauf. Gut. Kann ich mir auch selber draufstellen? Vielleicht geht die Tür dann offen. Das tut sie. Na, wunderbar. Oh Gott, ich erinnere mich an den auch. Der war böse. Hier kam noch irgendwo Schleime, oder? Schleime? 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 Keine Schleime. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier mit den, mit den Kisten eine Brücke bauen. Ja. Genau, eine Brücke bauen. Das war's, was ich sagen wollte. Hallo, Link, greifst du jetzt mal? Danke. Hallo, greifen! Hallo! Danke! So, zieh! Reicht das immer noch nicht. Ich kann ja mal ausprobieren, ob der Weg überhaupt passt. Denn ich muss hier so rüberspringen. Dann von da aus müsste eigentlich reichen, denke ich mal. Denke ich doch. Wenn nicht, so, dann ziehen wir es so. Wunderbar. Und so. Nein, es war eins zu viel, Link. Dankeschön. So. Komm ich da rüber? Da komme ich rüber. Jawohl, dann passt das schon. Nämlich müssen wir... Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber da hinten sind Fackeln und die müssen wir natürlich anzünden. Deswegen würde ich sagen, ich warte noch einmal, bis der Wasserspiegel nochmal hochgeht und dann muss ich mit der brennenden Fackel darüber jumpen und die Fackel entzünden. Gespannt, ob ich das schaffe auf Anhieb, ob ich rumfailen werde. Ja. Denn wenn ich da mal privat spiele, dann fail ich ab und zu mal gerne. Das macht Spaß. So, anzünden und reinmachen und yay! Yay! Und hua! Und hua! Oh, hat funktioniert. Wunderschön. Bam-bam. Kiste! Was haben wir da drin? Ein Schlüssel vielleicht oder sowas? Oder ein Kompass? Oder irgend sowas? Ja, verschlossene Türen öffnen. Ja, ist klar. Ah, jetzt erscheint noch der Schleim, oder? Aua, 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 geh weg! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Geht alle weg von mir. Werd ich alle vernichten! Komm, wir sind echt nicht nahe. Oh Gott. Keine Angst. Meine Fratzki! Oh, pam! Uiuiuiui! Pam! Wow, das war ein bisschen knapp, muss ich aber sagen. Oh, Schleimstelle! Noch irgendwo ein Schleimstelle für mich? Nö! Gut, dann können wir hier auch schon wieder raus. Hat sich ja gelohnt. Deinen Schlüssel. Yay! Jetzt müssen wir nämlich von der rechten Seite auf die linke Seite. Das heißt ein bisschen rot fahren. Ja, ja, ja.
Und was ist mit diesem Wasserfall hier vorne aus? Ja, dazu kommen wir auch gleich. Denn das wird gleich noch wichtig. Strahlt erstmal. Geht mal mitten durch den Wasserfall hindurch. Yay. Hier sind natürlich richtige Wände. Können wir natürlich zerbomben. Zack. Und weil schön aussieht. Zack. Und zack. Wunderbar. Jetzt können wir nämlich da drüber. Aber leider ohne unser Boot. Nein. Wasserspiegel. Los, spiel mit. Dankeschön. Ja. Hallo Schleif, wie geht's dir? Ha! Du bist tot, Kollege! Du droppst nichts. Ekelhafter! Warum droppst du nichts? Ja! Ja! Denn nämlich hier brauchte ich einen Fackel. Einen Fackel. Mhm. Ich geh erstmal da rein. Ah! Und hier ist ein neuer Gegner. Nämlich ein Kopf und den Ohr von. Ja! Waffel! Na komm! Sterb doch, Kollege! Eine Katzki! Brauche ich die Katze vielleicht mal? Keiner zu mich? Okay, dann mach ich die Kiste auf. Was ist da drin? Kompass? Kompass? Wer? Kompass? Kompass? Wow! Episch! Das habe ich wirklich nicht gewusst, Leute! Ja! Das ist einfach das Gespür, das man als Spieler entwickelt. Weiß man Sachen schon voraus. Aber übrigens hier, auf der Karte seht ihr, dahinter ist eine Schatztruhe. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Also merkt es schon mal für später. Da muss ich später nochmal hin. Ja. Ne? So. Ach, ich hab's nicht gefallen. Ja. Ah, da komme ich hin. Schön. Nämlich mit der Fackel muss ich da anzünden und dann da runterlaufen. Ja, das werde ich jetzt gleich tun müssen. Wasserspiegel, du nervst ein bisschen, aber egal. So, ich tue schon mal an. Dann mache ich bereit zum Laufen. Na los. Danke. So. Blub. Und blub. Denn da erscheint hier eine Schatztruhe. Aber ich gehe natürlich erstmal in die geschlossene Tür, denn wir haben ja einen Schlüssel. Oh Gott, lang geh weg von hier. Raus. Noch mehr Schleime. Hasse diese Teile. Die sind nicht schön. Die kommen wir schon wieder verdächtig nahe. Die melden mir. Und ham. Schöne Sache. Und da erscheint eine magische Treppe. Ah, da auch noch ein Schleichgeländer. Wunderbar. Norms. Und hier gibt es natürlich wieder so eine Freude. Ne, das Säule ist ja gar nicht. Das ist das. Ach egal, es ist irgendwie ein Leuchtegedöns. So, gehen wir raus. Ich fasse der Schleim erwischt. Da seht ihr euch wirklich, wie das so episch reinwerfen kann. Der ist ein Skill. Ja, tatsächlich. Wow. Episch. Und jetzt ist der Wasserfall weg. Und da können wir durch. Schöne Sache. Aber die Kiste... Entschuldigung. Wow. Die Kiste möchte ich noch öffnen, denn da ist ein Glücksamulett drin. Oh, hier. Ja, ja. Wie viel haben wir davon eigentlich? Das interessiert mich jetzt mal. Nein, das war eine Bombe. 25 Stück schon, wow, und 27 Schleim und 41 Grün. What the hell? Wow. Bombe, Bombe! Oh Gott, komm ich da noch hin, komm ich da noch hin? Da komm ich hin. Oh, schön. Schöne Sache. Komm ich da auch noch hin? Oh, Mann. Hätte ich es fast noch geschafft, ne? Oh, der Wasserspiegel ist sink. Also hat sich das Spiel gedacht, nö, diesmal nicht. Nö. Jetzt gehen wir auch da rein. Au. Links, sonst kannst du doch nochmal auch mit Treppe rauf. So,
jetzt sind wir endlich im zweiten Abschnitt des Turm der Götter. Aber ich würde sagen, das reicht für diesen Part. Denn wir haben schon viel geschafft, die erste Etage schon so ziemlich gut abgeschlossen. Und deswegen würde ich sagen, Leute, das war Let's Play The Legend of Zelda, The Wind Waker für heute. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.